Hey Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier The Council. Ein sehr interessantes Spiel, zumindest von der Optik her, ist jetzt heute rausgekommen auf Steam. Und ich würde sagen, wir starten mal neu, beziehungsweise, ja, ich habe eben ganz kurz mal reingesehen. Gut, einfach fortsetzen. Geht von vorne los, viel Spaß mit dem Intro. You're not getting anywhere with this von Borchert. You know, I kind of get the same feeling, my dear Sarah. Listen. Nothing. Not a sound. No one's coming to save you. That's what you think. The Golden Order knows exactly where we are. By the time your ridiculous secret society turns up, I'll be long gone. As for you, nothing will remain of your body. If you touch a single hair on my mother's head, I'll skin you alive. You know, Louis, I have no intention of beating your dear mother. There are more persuasive ways of making you talk. You've stolen something from me that I intend to get back. Where have you hidden it? Von Borchert, you can't sell that book on the black market anymore. This is finished. We know you're planning on selling it at one of Lord Mortimer's parties. All right? Just tell us who the buyer is and we can make a deal. You've no idea of the trouble you've gotten yourselves into. Oh, but you will tell me where it's hidden. I can promise you that. Stop annoying our host, Louis. Son, didn't what happened to you in Rome teach you anything? Just a few more minutes and my concoction will be ready. With this, your bodies will dissolve in less than 4 hours. You'll see. It loosens tongues in no time. You know, I have to admit, Mother, the only thing you've ever taught me is that damn motto of yours. Always remain rational and open. I got it. I've opened the shackles. Draw him over here. I'll take care of him. Von Borchert! Von Borchert! Mm-hmm. Listen. Let's make a deal. I'll tell you where the book is if you let my mother go free. Oh, what are you playing at? Don't worry, Mother. You want to play the hero. Pity you're not in any position to do so. For the last time. Where is Al-Azif? Let me do this. Trust me. Oh, jetzt wird's schwierig. Ich vertraue Mutter. Sie sieht aus wie Maggie Fisher übrigens. Please, be my guest, Mother. Well done, Louis. You reacted perfectly. How do you feel, Mother? Couldn't be better. He's alive. So I can question him after we get back. Pity he's just a middleman. Means I haven't finished with this case. Oh, I had a feeling you'd be running off on one of your adventures again, Mother. You know what? I'm warning you. This time, I'm coming with you. No. Even though you impress me more and more, I have to do this on my own. Mother, you're no spring chicken anymore. Come on, let's go home. And don't forget to send our men to tend to von Borchert. Gefällt mir bisher die Aufmachung so vom Anfang an. Es ist alles so ein bisschen creepy. Die Charaktere sind alle so ein bisschen näher bei der Spur aus, aber das gefällt mir eigentlich ziemlich gut.
Well done, Mother. You just had to pick up Von Bertrand's trail on your own, didn't you? You ditch me in Paris with no explanation, and off you go to infiltrate one of the world-renowned receptions of this Lord Mortimer? And now he writes me to say that you've gone missing on his private island? Which, by the way, looks more like a big rock than a paradise island. The least he could do is explain to me how he managed to lose you. In any case, it is time for you to stop all this, Mother. It no longer suits your age. Well, I'm sure I'll find you once again, slogging through the caves beneath the island, searching for some long-lost mystical object that you just can't live without. I'm already hating this trip, and all I've done is think about it. Contrary to what one may be able to imagine, it was not the host himself who invited me. Well now, Duchess, we find ourselves both invited by Sir Horn. Well, how very amusing. Perhaps we have some common interests, Your Eminence. Is this your first time at one of Lord Mortimer's legendary parties? Oh, no. We have been friends since long ago. But as I'm doing some business with Sir Horn, the invitation came from him. Well, I simply can't wait for all the festivities to begin. And you, good sir. What brings you here? Die Auslage bringt mich her, glaube ich. Guckt euch mal diese. Oi. Lord Mortimer asked me to join him. We have some business to take care of. Oh, how mysterious. You adapt quickly, my son. You get along here like a fish in water. Would you believe that we are all here hoping to solve our personal issues? You'll see. Right. I doubt that you came here to look for your mother, Your Eminence. Anyway, consider yourself fortunate, young man, because there are many who dream of simply one day setting foot on this island, and only a very few ever make it. Indeed, I imagine this must be your first time here. Das ist ganz schön neugierig, oder? And you, Duchess? You seem to be quite accustomed to things here. Am I right? I do not think that one can ever get accustomed to what Lord Mortimer prepares for his guests. But you are right. This is not the first time I've been on this wharf. If you've come back again, I imagine you must find it to be of some interest. Here, everything is possible if you make the right choices. It really is up to you whether you leave better off or not. Please excuse me if you find me overly curious, young man. I did not mean to cause you any embarrassment. Yeah, yeah. Come, Duchess. They are waiting for us. We're moving, Monsieur de Richet, if you would like to join us. I'm coming, Duchess. Yeah. A Duchess? I wonder if all the guests here are this prestigious. If I'd known, I would have gone for a better suit. Ah! Are you all right? Mother? Oh shit, your hand! So? Okay, it's done. Did you put it in a safe place? Yes. I made sure no one was following me. Don't worry, Sarah, no one's going to find it. Are you absolutely sure? Yes, I'm sure. Right. Just one thing left to do. No, Mother, don't! What? Have you lost your mind? There's no other way. If you kill me, you won't find it. That is the point, my dear. No one must ever put their hands on it again. No. But I trusted you. No, Sarah! Don't! No! No! You can run if you want to, Sarah, but you will pay. You. Louis, are you all right? What's going on? Here, take this. I'm sorry. Keep it. Are you better? I'm fine. Don't worry.
It's getting late. Why don't you just go on ahead and I'll catch up with you, okay? Are you sure? Yes. I'm sorry. I'm sure. Yes. Fine. Ja. Definitely have to find Mother quickly. Ist aber auch angezogen. Welcher Anlass ist denn hier gerade? Or what? This can't be real. The Duchess arrived with me. What's happening to me, for God's sake? I absolutely need to find you, Mother. Das ist ja schon mal ziemlich interessant, oder? Ja, es geht übrigens nur in 30 Frames, also falls ihr euch wundert, warum keine 60 Frames? 30. Mehr ist leider nicht drin gerade. Weil es läuft sehr, sehr komisch, wenn man das ausstellt, diese 30-Frame-Begrenzung. Louis, during the trip, I had something I wanted to ask you, but we didn't happen to run into each other. Yes, Duchess? I'm not sure if you remember, but we've met before. At that time, you were of two minds as to your choice of career. Tell me, what have you been up to since? Was? Wir haben sie schon mal getroffen. Okay. Wow, wir können jetzt so eine Klasse auswählen. Das ist ja geil. Diplomat. Der Diplomat hat seine Stärken in gesellschaftlichen Dingen. Als versierter Redekünstler umschifft er alle Konversationsklippen und kann seine Gesprächspartner nach Belieben überreden, ohne sie vor den Kopf zu stoßen. Sein liebstes Feld ist das der Politik. Okkultist. Der Okkultist ist ein Meister der Täuschung. Überzeugt davon, wie beeindruckend Wissen ist, hat er sich umfassende Fachkompetenzen in allen Dingen angeeignet, die die Wissenschaft und Kunst betreffen. Es macht ihm nichts aus, andere Personen auszunutzen, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Und der Detektiv. Der Detektiv glänzt bei Nachforschungen. Er ist geübt darin, selbst das kleinste Detail in seiner Umgebung und bei Personen, die er befragt, zu entdecken. Als zupackender Typ hat er keine Scheu davor, die Dinge direkt anzugehen. Oh, ich würde sagen, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Psychologie, Gewandtheit und Logik. Ach, hier, Befragung, Aufmerksamkeit. Und hier haben wir Manipulation, Okkultismus, Belesenheit, Wissenschaft und Heimlichkeit. Da können wir also gut schleichen, quasi. Politik, Etikette, Sprachenüberzeugung und Ablenkung. Also das ist mir so der offene Weg. Und das hier ist dann halt vielleicht auch mal ein bisschen, ja, investigativ, aber auch gleichzeitig wegen Gewandtheit wahrscheinlich ein bisschen kämpferischer, würde ich mal behaupten. Also hier offensichtlich auf Leute zugehen, mit denen quatschen und so Dinge regeln. Oder hier heimlich und durch Wissen. Es ist echt schwer. Es ist echt schwer. Oh, wir haben sogar ein Skilltree. Leute, das ist ja fantastisch. Ah, okay, aber ich kann wohl vielleicht später... Kann ich den immer noch ändern, ist die Frage. Hier. Aufmerksamkeit. Deinen wachsamen Augen entgehen selbst kleinste wichtige Details und seltsam platzierte Elemente nicht. Aha, schalte Dialogoptionen und Aktionen frei. Eieieiei. Senkt die Konzentrationskosten um 3 Punkte. Alter Schwede. Aufgrund deiner Vergangenheit erhältst du 1 Punkt in Manipulation und einen in Psychologie. Ah, sieh mal, das ist. Ich kann mich trotzdem noch wahrscheinlich später umentscheiden, hoffe ich. Das ist ja interessant, Leute. Das ist fantastisch. Das ist so wie so ein Episodenspiel, aber gleichzeitig ist es jetzt... Es ist ja auch schon draußen komplett. Also, ich glaube, es sind alle schon verfügbar, alle Akte. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, ich habe da nichts verwechselt jetzt. Hier, Logik. Du kannst deinen logischen Geistes- und Sprachfertigkeiten meisterhaft einsetzen. Hier, Befragung. Dir fällt alles merkwürdiger am Verhalten oder Aussehen anderer Menschen auf. Das Verhalten und die Gedanken deiner Mitmenschen sind wie ein offenes Buch für dich und... Du kannst deinen Körper und deine Koordination gegen deine Umgebung einsetzen. Und manchmal gegen andere Personen. Was haben wir hier bei warte mal. Geh mal zurück. Auf Diplomat. Und da haben wir... Oh, hier, Psychologie und Manipulation mal wieder. So, hier haben wir nämlich Überzeugung. Ich kann Menschen mit meiner Willenskraft überzeugen. Hier kann ich sie ablenken, um irgendwelche unliebsamen Fragen zu vermeiden. Du weißt stets, in welcher gesellschaftlichen Situation welches Verhalten gefragt ist. Aha. Ah, Komplimente oder Beleidigungen. Politik. Du kennst dich auf dem Parkett der Geopolitik bestens aus. Die Interessen der Länder und ihrer diplomatischen Beziehungen sind dein Metier. Sprachen. Du kannst alle möglichen fremdsprachige Dokumente und Konversationen verstehen und übersetzen. Das wäre natürlich... Ah, ich glaube, das ist voll eher mein Zweig. Der Diplomat. Okkultist. Auch hier. Manipulation und Psychologie. Wissenschaft. Du bist stets auf dem neuesten Stand, was Wissenschaften und medizinische Techniken angeht. Okkultismus. Du kannst dich auf dein Wissen über Sagen, okkulte und religiöse Symbole, alte Sprachen sowie Geheimgesellschaften verlassen. Belesenheit. Genieße die Vorzüge eines hervorragenden kulturellen Hintergrunds in puncto Kunst, Geografie und Geschichte.
Manipulation. Also, dir gelingt es mit Leichtigkeit, Menschen dazu zu bringen, in deinem Sinne zu handeln. Und Heimlichkeit. Du kannst unbemerkt Gegenstände stehlen, mühelos Schlösser klacken, knacken und zielsicher Fälschungen erkennen. Das ist aber echt schwer, Leute. Ich weiß nicht, was das Beste ist. Ich würde sagen, wir nehmen Diplomat, komm. Da müssen wir jetzt halt noch Punkte vergeben. 3 Punkte verfügbar. Da würde ich sagen, auf jeden Fall... Sprachen ist wichtig, würde ich meinen, oder? Dann, vielleicht Überzeugung. Und vielleicht noch Politik oder Etikette. Etikette. Wir nehmen Etikette. So, sehr gut. Ich bin so gespannt, Leute, ob das jetzt... Wie das hier funktionieren wird. Sehr geil. Well, I've devoted myself to the interests of France to the best of my abilities. A few years ago, I had a brush with some of your fellow countrymen. Counter-revolutionaries, I'd imagine. Exactly. They got away, thanks to a little diversion I came up with to keep the sans-culottes away. Believe me, they came close to adorning the walls of the catacombs of Paris. So that young French diplomat was you? The mercy you showed the agents of the Queen roused the admiration of the court. Few would have let them leave France alive. Duchess, I'm surprised that anyone still remembers. Well, they say I have the memory of two people. But please, call me Emily. Fine, Emily. Tell me, I was actually helped on that case by my mother. You wouldn't know her by any chance. Wait, Louis. We've already met. You do remember me, don't you? Nein, ich lieg sie besser an. How could I forget a woman such as yourself? A woman such as me? What a sweet talker you are. Remind me of how we met. Oh Gott, das ist jetzt schwierig. Fertigkeiten ermöglichen dir unter Einsatz von Konzentrationspunkten einzigartige Entscheidungen und Aktionen. Je höher dabei die Stufe der Fertigkeit ist, desto niedriger fallen die Konzentrationskosten aus. Ach Gott. Okay, das wird schwierig. Was? We bumped into each other at Mesmer's show in Paris. That fraudster had even bamboozled the Marquis of Lafayette. You too, apparently, because I've never been to see him. Ouch. Well, that didn't work. Ich habe das nicht angeklickt. Right, time to go to the manor. Ich habe das nicht angeklickt. Das finde ich jetzt ein bisschen fies. Na gut. Deine Fertigkeiten erlauben es dir, versteckte Details zu entdecken. Wähle die am besten zur aktuellen Situation passende Stelle aus, um versteckte Details zu offenbaren. Für die Hinweissuche werden keine Konzentrationspunkte fällig. Du musst lediglich die passende Fertigkeit besitzen, um zur entsprechenden Hinweissuche zu gelangen. Aha. Ey, das war echt fies. Was? Das war viel. Ich habe das nicht ausgewählt. Ah, okay, siehst du mal. Persönlichkeit. Jede Person, die du auf der Insel triffst, hat ihre eigene Persönlichkeit, wodurch sie gegenüber manchen Fertigkeiten anfällig wird, anderen gegenüber hingegen immun bleibt. Um deine Ziele zu erreichen, musst du die Persönlichkeit deiner Konversationspartner erkennen. Wenn du eine Fertigkeit einsetzt, gegen die eine Immunität vorliegt, wirst du keinen Erfolg haben und zugleich in den Zustand erschöpft geraten. Nutzt du hingegen eine Schwäche mit der entsprechenden Fertigkeit aus, erhältst du einen Konzentrationspunkt zurück. Mhm. Immunitäten und Schwächen kannst du im Bereich Notizen im Menü finden. Alles klar. Emily. Warte mal, ganz kurz. Der Derichet, Sarah Derichet, wir sind ja Louis Derichet. Piaggi. Ach, das ist der Giuseppe Piaggi. Ich habe schon gedacht, der hat so einen italienischen Akzent. Louis Derichet. Okay. Louis Morin Derichet, der einzige Sohn von Sarah Derichet, ist ein junger Adelsmann aus Paris. Schon in frühester Kindheit verkehrte Louis mit Louis in den Kreisen seiner Mutter. So war es nur folgerichtig, dass er an seinem 14. Geburtstag in den Goldenen Orden eintragt, die Geheimgesellschaft seiner Mutter. Der frühreife Louis entwickelte sich an der Seite von Sarah erstaunlich schnell, oder Sarah, und das trotz der täglichen Behandlung, die sie ihm wegen seiner chronischen Migräne angedeihen ließ. Oh, naja. Er stieg stets im Orden auf, bis er seine Mutter bei Okkultismusfällen unterstützen konnte, für die er ein besonderes Talent hatte. Mit der Zeit formte Sarah ihren Sohn nach dem Bild, das sie sich vorgestellt hatte. Alles deutete darauf hin, dass Louis eines Tages den Vorsitz des Goldenen Ordens übernehmen würde. Oh, sie ist immun gegen Logik. Okay, das könnte jetzt ein bisschen fies sein, wenn man sagt, die Frau ist immun gegen Logik, sondern mehr so gefühlsan... Ist egal, ich bin kein Chauvinist oder kein
Misogyn. Emily Hillsborough ist eine englische Herzogin mit engen Beziehungen zur englischen Königsfamilie. Emily, die über ihre Ursprünge und Herkunft möglichst schweigt, betrat das politische Parkett erst nach ihrer Hochzeit mit einem alten englischen Adligen, die nicht weniger an seiner Mischung, was weniger als eine Mischung aus Schein und Vernunft-Ehe achteten. Sie ist libertär und modern, aber auch diskret und besonnen. Ja, sehr diskret, die Frau. So ist sie immer darauf bedacht, enge Verbindungen zu Kollegen und wichtigen Personen aufrechtzuerhalten. Innerhalb von wenigen Jahren brachte sie es bis zur bevorzugten Diplomatin der Königin. Mhm. Das war vermutlich auch der Grund dafür, dass sie die Privatsekretärin des Premierministers William Pitt wurde, was für Gerüchte und Neid sorgte. Als regelmäßige Besucherin nahm Emily Sir Gregory Holmes Einladung auf Lord Mortimers Insel gerne an. Auf gar keinen Fall würde sie einen dieser berühmten Empfänge verpassen wollen. Immun gegen Logik, das ist sehr schön. Oh, man kann es leider nicht so gut... Ich kann mit der Maus nicht höher, seht ihr? Es geht nicht weiter. Aber wir haben ja jetzt sowieso alles Verfügbare. Das ist ja Diplomat. Wir haben vertrauensvoll. Oh, auf den Rat deiner Mutter habe ich gehört. Deswegen... deiner Mutter. Ich habe auf deine Mutter gehört. Nein, auf seine Mutter. Und du warst schon immer sehr charismatisch. Ja. Ich finde, er hat so ein bisschen ein Rattengesicht. So. Excuse my insisting, but you still haven't answered about my mother. Do you know her? You'll see, Louis. Everybody here knows Sarah de Richet. I don't know where we're going like this, Emily, but you're connected to my mother one way or another. And if I can believe my vision, you don't have much of a place in her heart. Ja, Talente erhältst du, indem du bestimmte Aktionen durchführst. Sieh dir die Bedingungen und Effekte deiner einzelnen Talente genauer an, denn sie stellen interessante Verbesserungen dar. Alles klar. So, gucken wir nochmal. Interessante Verbesserungen, so. Also wir können das sowieso... Ich kann alles lernen, ja? Tätigkeit wird nicht beherrscht. Okay, das ist schlecht. Das ist schlecht. Hm. Also ich kann die anderen Fertigkeiten nicht lernen, ja? Aber ich habe eine Grundfertigkeit darin, weil ich jetzt einmal eine richtige Aktion ausgeführt habe, oder wie? Na gut. Leute, ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss. Das reicht für den ersten Part. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Würde mich sehr auf euer Feedback freuen. Also wenn es euch gefällt, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt mir was Nettes in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal mit The Council. Wir sehen uns.